Helene Fischer, sie kann es nicht länger verbergen. Die Schlagerkönigin ist im Babyfieber. Helene Fischer hat bereits eine kleine Familie. Ist langsam der perfekte Zeitpunkt für das zweite Kind? Sie scheint im Babyfieber zu sein. 2 Jahre ist es nun her, dass hier ein neues Leben herangewachsen ist. Dass sie kleine, zarte Tritte gespürt hat, gemerkt hat, wenn das Baby in ihr wach war, sich bewegte. Wie alle Mütter erinnert sich sicherlich auch Helene Fischer manchmal wehmütig an die magische Zeit, als Töchterchen Nala noch in ihrem Bauch war. Wunderschön wäre es, wenn sie dieses Wunder bald wieder erleben dürfte. Wenn Nala ein Geschwisterchen, vielleicht ja eine kleine Schwester, bekäme. Ist es nur ein Traum? Oder wird all das schon viel schneller Wirklichkeit, als wir es uns ausmalen können? Helene jedenfalls macht in letzter Zeit Andeutungen, die verdammt neugierig machen. Helene Fischer, wir arbeiten darauf hin. Zum einen wirkt die Sängerin wie im Babyfieber, wenn sie ungewohnt offen von Töchterchen Nala plaudert. Es geht dem Baby hervorragend. Eine ganz, ganz süße Maus ist es mittlerweile schon geworden, aber danke der Nachfrage. Wir sind sehr, sehr glücklich, verriet Helene neulich strahlend. Und als sie dann, bei einem ihrer Auftritte, mit Kindern auf der Bühne stand, knuddelte sie diese ganz herzig und schwärmte, oje, ist das schön. So habe ich es gern. Wir arbeiten darauf hin. Meinte sie damit etwa, dass sie und ihr Liebster Thomas Seidel darauf hinarbeiten, ihre kleine Familie zu vergrößern? Man könnte den Satz ja allemal so verstehen. Und die Zeit, sich wieder voll und ganz ins Familienleben zu stürzen, hätte Helene ja bald auch. Ihre große Tour hat sie hinter sich, nun noch ihre Weihnachtsshow, und dann kann sie ihr Mama-Glück wieder voll und ganz, ohne Stress und Ablenkung, genießen. Schon früher schwärmte Helene, klar, ich will Kinder. Sie ist ja schließlich selbst mit einer Schwester, Erika, aufgewachsen, und weiß, wie unvergleichlich und innig diese Verbindung ist. Außerdem schwärmte Helene über Nachwuchs, wenn ich sie habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken. Mit Nala kann sie das schon machen. Zusammen mit ihr? Wenn es draußen kalt ist, in eine Decke eingemummelt auf dem Sofa kuscheln. Und wie zauberhaft wäre es, wenn da im kommenden Jahr noch ein weiteres Menschlein mit ihnen